Guten Tag, da bin ich schon wieder. Und immer noch Resident Evil blablabla. Genau, das spielen wir nämlich. Resident Evil Revelations 2. Immer noch mit Metamorphosis. Dem letzten Akt, könnte man sagen, in diesem schönen Stück. Und ich sehe gerade aus dem Augenwinkel, dass mein Game Capture ein wenig rumspinnt. Deswegen werde ich gleich nochmal, wenn es losgeht, kurz pausieren. Aber jetzt gucken wir mal, was hier überhaupt Du abgeht. bist Danke. In 6 Monaten hast du als ich wieder aufwachen. Und die Welt furchtbare Angst haben. Naja, die ist auch nicht ganz dicht, die Alte. Aber das liegt wohl in der Familie. Ha. Also gute Nacht, mein Schätzchen. Ach, die. Schlaf schön. All die Zeit verschwendet. Mein ganzes Leben war nur der Auftakt für dies. Meine wahre Geburt. Oh, oh, oh. Zeit, die Quelle unserer Qual zu treffen. Wir freuen uns schon. Und zwar Hallodri-mäßig. Was ist das hier? Tante Inges lustiger Bunker. Macht keinen Unterschied. So. Finden wir die Aufseherin. Kurze Pause. Und zurück. Manchmal spinnt das irgendwie. Hat, glaube ich, nicht so große Auswirkungen für euch. Also ihr seht das vielleicht manchmal in einigen von meinen Videos. Da stimmt dann manchmal Bild und Ton nicht so ganz überein, wie es soll. Oder es hakt. Für einen ganz kurzen Augenblick. Aber das kriegen wir alles hin. Alles halb so wild. Wenn man mit aufnimmt. Die Schleuse ändert den Wasserverlauf. Ja, aber wo? Ich erkenne den Ort nicht. Spielt das so eine große Rolle? Wo das ist? Ist nicht viel interessanter, was es ist. Die Monitore an. Durch diese Gebiete sind wir gekommen. Und sie hat uns jeden Schritt lang beobachtet. So sieht sie nämlich aus. Kann man sich denn hier auch mal was angucken? Oder ist das hier alles restricted? Wie es so schön heißt. Kann man nicht. An sich finde ich das mal ganz, eine ganz angenehme Abwechslung hier, dieses Setting. Jetzt dieses Futuristische plötzlich zwischen den ganzen Ruinen. Ist wirklich mal ganz interessant. Heiße ich echt willkommen. Na, mach doch mal auf hier die Metal Gear Tür hier. Zack. Och. Na, guck mal einer an. Die jetzt aber gemütlich hier. Anmerkungen zum Übertragungsvorgang. Wen es interessiert. Was hältst du davon? Nischt. Ich weiß nicht. Ich werde aus der Aufseherin nicht schlau. Naja, noch nicht. Ich werde teilweise schon draus schlau. Gedanken über Kafka. Na Mensch. Da wissen wir ja, wo das alt herkommt. Ach du Albert. Musst dich so gefühlt haben. Ich finde das mit den Aquarien hier oben ganz schick. Wenn ich irgendwann mal richtig dicke Asche verdienen sollte mit YouTube, dann baue ich mir auch sowas. Naja. Das bleibt wohl eher ein Träumchen. Aber Träume soll man ja nicht aufgeben. Nun gut. Jetzt gucken wir mal, was hier so los ist. Obacht. Und das sieht Kommen auch... Wir da durch? Na, indem wir es hier runterlaufen, muss einen oder? Weg auf die andere Seite geben. Na, hier sind doch so eine Dinger dran. Die gehen da bestimmt runter. Das sind doch bestimmt Tore. Jetzt lass mich erstmal gucken. So, hier unten ist anscheinend eine Tür und dann kommt man hier rein. Und dann kann man hier rumlaufen. Bis nach unten. Okidoki. Dann machen wir das jetzt aber mal auch. Hatte ich das schon? Ne, ich glaube nicht. Stuart! Stuart, du alter Knifter! Meistens ist es immer sehr
fragwürdig, also allein von der Story her, dass, naja, diese ganze Facility ja nicht von einer Person alleine gebaut werden konnte. Ergo muss es ja jemanden geben, der das hier gebastelt hat. Und ich frage mich immer, was ist mit den Leuten? Wo sind die? Also, das Ding hat ja hier, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Zeitepoche das im Resident Evil-Universum hier spielen soll. Aber ich meine, dass da Umbrella auch schon nicht mehr ist. Also, wer hat das hier gebaut? Und das dann einfach so zurückgelassen. Und wer wartet das Ganze? Ich meine, das sind ja hier Server über Server über Server. Und nur Uschi wohnt hier drin. Und dreht hier an den Zeigern. So, jetzt mache ich hier nochmal total cineastisch hier die Schleuse auf und zu. Und geh nochmal hoch und guck, was dann passiert. Ja, natürlich sehr lustig, wenn nur für die Brücke da oben ein ganzer Staudamm gebaut wurde. Naja. Aber man weiß ja nie. Man soll ja niemals nie sagen. Aber das sieht mir auf jeden Fall aus wie so ein paar, naja, wieso so Klappen, dass die denn darüber fahren, dass man darüber kommt. Also hier auf der Seite macht zumindest keinen Sinn, aber gibt es denn hier vielleicht irgendwie ein Knöpfchen, was ich anschießen kann? Nicht wirklich. Okay. Aber gehen wir das Ganze mal jetzt wissenschaftlich an. Theoretisch müsste dann hier ja irgendwo eine Art Geheimknopf sein, der das Ganze steuert. Da ist etwas auf der anderen Seite des Aquariums. Ja, das sehe ich auch gerade. Ich schieb mal das Aquarium beiseite, wie? Oder auch nicht? Claire, was ist los? Keine Muckis, oder? Sollen die sein, wa? Dann würde ich einfach mal sagen, wir lassen ein bisschen Wasser ab. Schade um die Fische, aber der Boden. Anscheinend wurde das Aquarium bewegt. Ach was. Ja, ist ja gut. Reicht ja. Danke. Und wir drehen uns nicht um, sondern wir drücken. Drücken. Jetzt darfst du dich gerne umdrehen. Ah, dreh dich bitte um. Dreh dich um. Danke. Da. Jawohl. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind auch hier drinne Zombies? Dass man vielleicht die Mitarbeiter, die ich gerade eben erwähnt hatte, dass man die eventuell hier eingeschlossen hat. Aber mal sehen. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das so eine Barriere? Da sind wir endlich. Oh, die ist ja nackend. Ach nee, doch nicht. Die ist nackig. Hallo. Ihr kamt den ganzen Weg nur, um Lebwohl zu sagen? Oh, ich bin gerührt. Ja, oder? So sind wir. Es ist bereits vollbracht. Ich habe die Furcht besiegt und das Recht erworben, ein Gott zu werden. Naja, dann ist ja halt klar. Kommen Sie da raus, sodass ich einen Gott erwürgen kann. Ja, so wird's laufen. Jetzt bleibt nur noch ein letzter Test. Die letzte zu überschreitende Grenze. Schwadronie. Hört sie uns überhaupt zu? Vielleicht sieht's euch auch gar nicht. Guckt in den Spiegel. Rettung, ihr seid ja alle da. Das war der Tod. Und bald wird er auch die meine sein. Hey, ich will die Bücher einfach fallen lassen. Ich werde sein Schicksal teilen und ihn dann übertreffen. Was schieß haben doch. Sie davor? Schieß doch. Schieß ich zurück. Rettung. Naja, das hast du schön gemacht. Einfach so. Naja, wenn man von was überzeugt ist, dann soll das wohl so funktionieren. Jetzt bricht natürlich die Hölle los, das ist ja auch ganz klar. Geheimhaltungsprotokolle initiiert. Ja, okay. Selbstzerstörungsfrequenz der
Abschnitte der Anlage wird sofort eingeleitet. Na Mensch, was das wohl für uns bedeutet. Gegenwärtig im betroffenen Bereich aufhalten. Bleiben Sie bitte ruhig. Ja, natürlich. Wir sprengen gleich alles in die Luft. Wenn Sie noch in der Reichweite sind von der Explosion, dann bleiben Sie doch einfach ruhig. Bleiben Sie einfach stehen. Jawohl. Na komm, jetzt lauf. Solche schönen Fluchtszenen sind doch was Feines. Man hat sich quasi den ganzen Weg hierher gearbeitet, nur um dann zu sehen, wie man zurückrennt. Hui! Das ist doch mal ein Abenteuer. Soll ich hier nochmal drücken? Die Zeit nehme ich mir jetzt. Nee, geht nicht. Soll nie sein. So, guten Tag. Wir flüchten jetzt. Mann, was hier halt durch die Gegend fetzt. Oh, der Fahrstuhl hat sich gerade verabschiedet. Gang da unten. Suchen wir einen anderen Weg. Wie wäre denn, wenn wir einfach hier durchrutschen? Durch die Röhre. Bis nach draußen. Hui. Ja, wir rutschen lieber hier lang. Sieht auch viel cooler aus. Na gut. Wo geht's lang? Uiuiui. Hallettchen. Das sind wirklich sehr... merkwürdige Mechanismen, die da in Gang gesetzt werden. Aber ansonsten sieht es natürlich auch nicht so schön aus, ne? Klar. So, was ist jetzt das hier für ein Mysterium? Ja, na klar, hier steht noch erstmal eine Werkbank. So, wollt ihr noch was basteln? Ja, eigentlich nicht. Was ist denn überhaupt mit unserer Munition aus? 30.003. Obwohl, da sind ein paar mehr drin. Naja. Toll ist das ja nicht, ne? Also wenn das jetzt hier noch zum Endfight kommen sollte, dann war ein Problem. Ja, das ist auch schön gelöst worden hier, anscheinend von den Technikern. Die Tür fällt immer um. Oh, machen wir zwei Fahrradketten ran. Dann hält das. Aber dahinter ist doch ein Hochsicherheitsbereich. Na, wer soll schon herkommen? So. Weiter geht's. Durch diese tollen Turbinen. Du hast recht. Ich sehe es nicht, aber da ist etwas mit uns hier drin. Ach ja. Da war ja mal was. Diese Unsichtbaren. Die werden doch jetzt nicht etwa hierher kommen. Ist ja furchtbar, ich sehe ja gar nichts. Versteckt sich denn noch hier? Halt einfach die Augen auf und glaub! Ja, halt die Augen auf, nach was Unsichtbarem. Das ist immer ein super Tipp. Halt einfach mal die Augen auf, also. Ja? Oh, scheiße. Ja, das meine ich eben. Halt die Augen auf. Ja, na was denn? Oh, deswegen hasse ich diese ganzen unsichtbaren Mannequins. Ach ja. Rote Eiterbeulen. Lecker. Schmeckt mein Kaltgetränk doch gleich viel besser. So, was ist denn hier noch drin? Eine Rauchflasche, na Mensch. Super. Ausrüsten. So, ihr Lieben. Ja, hier stimmt was nicht. Du hast recht. Ich sehe es nicht, aber da ist etwas mit uns hier drin. Na dann, freuen wir uns doch auf diese tollen, unsichtbaren Damen und Herren, Insektoiden. Nee, na was denn? Ja, was denn? Oh, ist das nervig! Was versteckt sich denn noch hier? Meine Menstruation versteckt sich ja auch noch. Könnte ja auch noch was werfen, aber... Ist ja was bringt? Wahrscheinlich nicht. Ich sehe auch nichts. Mit nichts meine ich halt gar nichts.
So, hier liegen Kisten. Dann wird doch hier bestimmt auch irgendwas sein. Na? Oder? Oder wie sieht das hier aus? Wo müssen wir denn überhaupt lang? Hier hinten? Na gut, gehen wir mal hier hinten lang. Das ist schon sehe mit den Kisten, ja? Also... Da ist doch wieder... ein Übel am Seien. So, Achtung. Arne ist ja jetzt schon. Achtung. Achtung. Es wabert schon. Na komm, jetzt brech hier mal durch die Kisten, damit ich sehe, wo du bist. Ja, du hau ab hier. Ich wechsel mal zu Gitte. Vielleicht kann die leuchten. Da, oder? Nee. Und schießen. Und wir schießen. Und wir schießen. Und wir rennen. Und wir schießen. Claire, wir schießen. Schießen. Ja, super. Was, die Last mit dem Glasp? Die heißen Glasp. Kann man denn so einen Kacknamen nutzen? Solche Viecher. Boden. Das ist so eine Munitionsverschwendung, diese... Ah, die kommt von hinten, alles klar. Gut. Rennen. Ist sowieso nichts zu finden. Oh, oh. Soll das ein Bett sein? Ja. Keiner Notausgang. Oder? Genial, ja. So, komm. Ab geht er, der Peter. Lass mich raten, hier draußen sind jetzt auch nochmal so unsichtbare Knispelköpfe. Na, wir werden es einfach fahren noch. Schauen wir mal. Jetzt erstmal stylisch hier an dieser wunderbar texturierten Wand entlang. Da können sie nicht gewinnen lassen. Aber, ich meine, wann hat sie denn gewonnen? Das verstehe ich noch nicht ganz. Ist vielleicht doch egal. Brauche Hilfe. Brecheisengitter. Bitte kommen. Na, du kannst auch hier runter. Du kannst auch hier runter. Du kannst hier auch runter. Du kannst hier runter. Ach, warum nicht? Bist du denn bescheuert oder was? Was gibt's doch gar nicht. Ich kann nicht runter. Ich kann nicht runter. Ah, oh, wenn ich runter kann, dann ist Lenz da unten. Oh. So, Freunde. Es geht los. Es geht los. Wir schleichen hier nochmal stylisch an der Wand entlang. Ah. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid, aber... Ich glaube, ich bin in diesem Spiel schon mehr wegen der Blödheit der KI gestorben, als... im anderen Game. Na gut. So, hier runter. Ja, jetzt tut sie sich weh. Vorhin konntest du da ganz normal runterspringen. So, Moira. Bitte nur ganz sanft. Ja, oder nicht da wieder runterspringen, du. Jetzt kommst du hier nicht mehr hoch? Was? Ach, das ist doch scheiße. Dieses Finale, ey. Oh, weia. Jetzt geht's ja nochmal rund hier. Den beiden Trinen. Oh, nee. Das lass mal lieber sein. Deine Akrobatik kenne ich ja bereits. So, hier ist noch ein Rubin. Hier noch runter. So, auf hier. Rauchflasche. Ja, was soll ich denn mit dem Blödsinn? Das kann doch keine Sorge brauchen. Rauchflasche. Was soll ich denn auf der Flucht mit einer Rauchflasche? Wird das mal einer erklären? Naja. Was soll das? 3 Minuten 41, meine Damen und Herren. Seien Sie mit dabei bei diesen spannenden paar Minuten, indem wir jetzt hier rüberklettern. Und heppo. Und klettern. Und hepp. Und hoch. Und hinunter. Jawohl. Ja, na noch schneller könnt ihr ja nicht laufen. Ich schwöre, ich werde den Scheiß hier sowas von überleben.
Und ich erst. Oh, was ist denn mit euch jetzt? Dankt mir mal jetzt hier nur ab. Ja, ja. So ist das. Auf der Flucht. Mit Frauen. Also nicht mit Frauen insgesamt. Ich meine jetzt mit den beiden Frauen hier. Dass er mich jetzt hier falsch versteht. Ja, es, du darfst. Sehr schön. Die Steuerung in diesem Game. Wahnsinn. Man muss jetzt selbst gespielt haben, um mit zu glauben. Und hier runter. Bitte. Danke. Das Game ist für eine Sache definitiv nicht ausgelegt. Und das ist fürs Rennen und für Flucht. Das ist wirklich eine hampelige Angelegenheit. Wir müssen einen Weg darüber finden. Jawohl. Wird gemacht. Dann gucken wir doch mal. Können wir denn hier hoch? Na, anscheinend wohl. Wer baut denn auch so einen Außenbereich? Wofür? Halt durch! Ja, ja. Lass dir mal was einfallen. Jetzt lasse ich denn hier so eine Seitenklappen runter. Was? Also ich meine... Warum? Das ergibt keinen Sinn. Wirklich. Die Logik hinter dieser ganzen Sache ist gleich null. Also was ist das für ein Mechanismus? Wofür ist der da? Ist das ein Sonnensegel? Oder ist das eine Markise? Hier einer eine Eisdiele und das ist der Außenbereich. Ja, Claire. Claire kann das. Und Heppo. Und Heppo. Und Beppo. Und jetzt muss ich hier ziehen. Ach doch, Tatsache. So. Und jetzt kannst du von der anderen Seite? Kannst du da jetzt drücken? Na, gucke mal. Du kannst. Ja, reicht doch schon. Reicht doch schon. Ist doch gut. So, wir gehen mal wieder rein, weil es da drin so fröhlich ist. Tapping, tapping, tapping. Und wie Sie sehen, meine Damen und Herren, sehen Sie nicht. Na, ach was. Ja, auch schon gemerkt. Ja, wie schnell wollt ihr denn noch sein? Ihr könnt doch nicht noch schneller. Es ist doch... Was ist denn jetzt hier los? Ja, ducke dich doch. Meine Güte. Kannst du hier manchmal drücken? Ja, und vorbei. Meine Güte, jetzt ist hier aber was los. Da bauen sich die Wege aber von selbst. Fluchtszenen. Die mag ich sehr gerne, denn sie macht halt meistens keinen Sinn. Und hui. Ja. So schrei ich auch gleich, wenn es hier so weitergeht. Und abseilen. Abseilen. Na bitte. Ja, was mache ich denn mit euch hier die ganze Zeit? Laufen? Ich kann ja nicht noch schneller. Ihr lauft doch hier so lahm. 32 Sekunden. Du müsst euch mal reinziehen, ey. Oh. Man muss die Augen offen halten. Ja, naja, klar. Bin unterwegs. Komme. Achtung. Aufheben. Wir haben auch so viel Zeit. Ja, du hebst sie doch auf. Meine Güte. Oh, jetzt renne. Ja, da ist was schiefgelaufen. Du bist schiefgelaufen. Die ganze Programmierung ist schiefgelaufen. Oh, wo geht's denn lang hier? Hier? Was ist denn jetzt hier schon wieder? Das ist ein Schwachsinn. Das ist so ein Schwachsinn. Ah. Sie sind tot. Aha. Freunde, ich glaube, wir werden in diesem letzten Kapitel nochmal so richtig abdanken. Und zwar mit Krawall. Ja, natürlich stürzt das ganze Ding ein. Dann müssen wir schneller sein. Genau. Jetzt los. Warum bin ich vorhin gestorben? Ach so. Jetzt verstehe ich's. Weil nur sie eine Waffe bedienen kann. Oh Gott. Ah. Muss ich sie immer vorschicken, damit sie sterben kann? Los. Es tut mir so leid, dass ich so albern bin jetzt in diesem Take, aber... Naja, es wird mir so alles so einiges klar hier. App. Ah! Lauf, 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 lauf! So, um die Leiter nehmen, wenn man hier einfach runterrennen kann. So, hier war doch jetzt gleich der kernige Beppo. Wo war denn der? Wo lag denn der? Da hinten, wa? Bumsti, bumsti. So. Nummer 1. Los, fall um. Du musst da rüber. So, wo? Wo bist du?
Oh, wie nervig. Bist du auch nicht? Da. Los. Ich habe keine Zeit. Hey, nee. Ich meine, mit Natalia kann ich es eventuell ja noch verstehen, aber wenn du die gar nicht sehen kannst, was soll das? Was soll das? Ja, du spring! Oh, jetzt müsst ihr hier erstmal noch stylisch einen abdanken. Oh oh. Merkwase. Oh oh. Jetzt habt ihr ein Problem, Freunde. Nein, Rock ist bloß nicht. Also. Myra! Oh Gott! Ja, und jetzt? Soll ich dich jetzt hier einfach zurücklassen? Ich krieg doch nie Verantwortung. Na gut, dann geh ich. Tschüss! Was soll ich auch sonst machen? Ja, da springst du jetzt bestimmt einfach runter, oder? Und? Los geht's! Juhu! Naja, das halte ich ja auch für ein Gerücht. Na gut. Wir haben sie zurückgelassen. Das war's! Was? Das war's? Es tut mir so leid. Das glaube ich ja nicht. Das war's jetzt. Oh, Fähigkeiten, zwei Köpfe auflöffeln. Das tut mir so leid. Komm, Medizin, Wissenschaft und nochmal. Und weiter geht's. So, Leute. Das erste Mal, ich hab keinen Kommentar mehr, was ich dazu noch sagen soll. Ich sag dazu jetzt auch nichts mehr. Ich hoffe jetzt noch, dass Barry und Natalia ein wenig mehr zu erzählen haben. Das war's. Seid mit dabei. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.